Hallo Borg, Heide, hallo Welt, da bin ich wieder, euer Lutze am Montag. Ja, und gleich zu den Themen dieser Woche bzw. der vergangenen Woche. Borg Heide News TV war mal wieder unterwegs in Borg Heide und wir waren tatsächlich hier mal in den langen Stücken unterwegs, um zu gucken, was da so los ist. Und da sind wir über ein geöffnetes Schild an so einer Gartenpforte gestolpert und schaut euch doch einfach mal an, was wir da entdeckt haben für euch. Guck mal hier, richtig geöffnet. Keramik, wollen wir mal reingehen oder was? Da gehen wir mal rein. Ja? Mal gucken, was hier gibt. Kommt ihr mit? Na los. Kommt mal mit. Carsten, wir sind hier vorbeigegangen und da stand geöffnet dran. Wir sind einfach mal reingekommen. Sag mal, du machst hier so ganz feine kleine Sachen, kann man die kaufen? Die sind für den Kauf gedacht. Die machen wir, um uns eine Freude zu machen mit dem Hobby und anderen die Möglichkeit zu geben, auch an den schönen Sachen zu partizipieren. Das ist aber noch nicht fertig, ne? Das sind Rohlinge, die gestalten wir farblich entweder so, wie es unsere Kundschaft haben möchte, oder wir sind einfach selber kreativ, denken uns was aus und dann kann man das gerne mitnehmen. Aber ihr habt jetzt hier eure, ja, wie nennt man das jetzt, euer Studio? Tonstudio? Tonstudio ist cool, oder? Tonstudio? Ihr seid, ja, ist das Ton? Das ist Ton, ja, das ist richtig, das ist eine keramische Masse. Ja. Das ist unsere kleine Werkstatt, in der wir auch Töpferkurse veranstalten und in der wir unsere Kreativität, sprich unser Hobby, ausleben. Ja. Allein oder mit anderen, je nachdem. Wer daran teilnehmen muss man wissen, oder? Weil ihr euch so ein bisschen im Einfamilienhaus versteckt. Wobei, versteckt kann man gar nicht sagen, steht ein riesengroßer Hase im Vorgarten. Der ist keine Keramik. Der ist keine Keramik, nein, das ist eine reine Werbung. Natürlich animiert auch Kinder vor allen Dingen reinzukommen, ja, die den Hasen mal anfassen oder sehen möchten in dem Nähern. Ansonsten, jeder ist gerne eingeladen, vorbeizukommen, mit uns zu töpfern, ja, oder einfach eine gute Zeit zu verbringen. Ja, übrigens, super Idee für Weihnachten, ist ja bald demnächst Ostern, ihr habt es gesehen hier, Ostern ist auch bald. Ja, da haben wir schon die ersten Ostereier wieder gehabt, aber lass mal erstmal Weihnachten vorbei sein und wer will, kann ja mal hier vorbeigehen bei Carsten Gubbe und seiner Frau. Ihr sitzt genau wo? In den langen Stücken Nummer 12, ja, in Bockheide. Genau, und da kann man einfach, wenn da geöffnet steht, dann ist wirklich Klingel offen und einfach reinkommen, klingeln und mal einen Schnack machen. Also wer noch Spaß haben will bis Weihnachten oder ein Weihnachtsgeschenk sucht, ja, oder so, einfach herkommen. Okay. Tschüss. Danke. Ja, das ist doch mal interessant, oder? Kurz vor Weihnachten kann man sich da noch so die eine oder andere Überraschung holen. Werden wir sicherlich noch mal drüber sprechen. Und das war allerdings nicht das Einzige, was uns so über den Weg gelaufen ist oder eben vielleicht auch fast dem Matze über den Fuß. Schaut euch mal das hier an. Ja, was soll ich sagen? Lutz und mir ist es doch glatt gelungen, den Blick auf ein Auto zu werfen, was in genau 3 Jahren 100 Jahre alt wird. Ich kann es hier mal durchfahren lassen, pass mal auf. Und in einem kurzen Gespräch mit dem Besitzer haben wir schon so viel erfahren und sind von den ganzen Informationen eigentlich komplett überfordert. Wir werden das demnächst, vermutlich im November, einfach mal in ein komplettes Kamingespräch reinpacken, was es mit diesem Fahrzeug und der Historie hier in Borkheide auf sich hat. So viel von mir erstmal. Ciao. Wenn das nicht interessant ist, ne? Gerade ist ja nicht nur Flugzeug, sondern gerade ist auch Autobau und Motorradbau. Finde ich total interessant. Wir haben beschlossen, uns mit diesem Thema bei einem unserer jetzt wieder anlaufenden Kamingespräche auseinanderzusetzen. Also auch da werden wir dranbleiben. So, dann gab es natürlich am Sonntag das große Highlight schlechthin, wieder 20 Jahre der besondere Abend. Die nächste Veranstaltung stand im Haus. Diesmal hatte die Edda Hage im Hotel Fliegerheim wieder eine sehr interessante und hochkarätige Veranstaltung angesetzt.
Franz Grundheber, der Weltstar der Oper in Borgheide. Ja, der Mann ist jetzt mittlerweile 81 Jahre alt, hat noch eine kräftige Stimme und er hat aus seinem Leben erzählt und natürlich ein paar Kostproben seiner Gesangskünste gegeben. Er wurde begleitet von Anna Skrylever und hier haben wir einen kurzen Ausschnitt aus seinem Programm. Bitte schön. Ja, das war's kurz dazu. Und natürlich hat die Edda uns auch noch gleich ihre nächste Veranstaltung verraten. Was da passiert, seht ihr jetzt hier. Edda, ich soll dir sagen, gerade ist der Abend mit tosenden Applaus zu Ende gegangen, hat Matze mir gesagt. Ja, nee, es war tatsächlich heute ein schöner Abend mit dem Franz Grundheber. Ne? Ja, das war richtig cool gewesen, war auch voll gewesen. Du bist zufrieden erstmal, ja? Ich bin sehr zufrieden mit dem Abend, mit dem Publikum und mit euch auch. Aber der Abend ist tatsächlich jetzt heute hier schon Geschichte. Wir werden draußen sicherlich noch ein kleines Bierchen trinken zusammen und snacken. Was ist die nächste Veranstaltung? Die nächste Veranstaltung ist am 20. Oktober. Ja. Jiddische Lieder. Mit Carsten Treuke, einem der Vertreter in Deutschland, der sehr gut jiddische Lieder singen kann. Und mit dem Trio Show, die haben richtig was drauf. Dieses Trio ist ein russisches Trio und die haben Temperament. Und die beiden, das Trio und der Carsten Treuke, die passen super zusammen. Also es wird ein stimmungsvoller Abend, es wird ein temperamentvoller, aber auch manchmal ganz ruhige und besinnliches wird dabei sein. Und das findet auch hier wieder statt? Das findet hier im Fliegerheim, Hotel am Fliegerheim. Um 17 Uhr wieder. Einlass ist wieder um 15:45 und Eintritt ist wie immer frei, aber Spenden sind wie immer erwünscht. Aber Edda, du hast tatsächlich Glück, ja. Wir haben jetzt immer Konkurrenz am Sonntag mit der Fußballmannschaft vom BSV 90. Die fangen um 15 Uhr an und wenn es kälter und dunkler wird, fangen sie noch früher an, sodass 17 Uhr nie in Gefahr ist. Ach, das ist aber schön. Ja? Okay, also ihr habt es gehört, nächste Veranstaltung am 20. Also, Oktober hier im Hotel Fliegerheim, jiddische Lieder. Und kommt rechtzeitig. Ihr wisst, es ist immer so, heute war es gerade so mit dem Platz, ist es hingekommen und kommt immer rechtzeitig um 15:45. Ihr wisst, Plätze können nicht reserviert werden, aber ich denke mal, wer rechtzeitig kommt, kriegt auch einen Platz. Okay, danke, das war's. Tschüss. Ja, tschüss, dankeschön. Ja, vielen Dank, Edda. Wirklich immer wieder gut, was du da machst und natürlich auch wunderschön, dass das Hotel Fliegerheim die Räume zur Verfügung stellt, weil die sind den Stars dort ja wirklich angemessen. So, das war natürlich nicht alles, was in Borgheide los war, aber dazu kommen wir gleich noch. Als erstes noch schon mal eine Vorschau für nächsten Samstag. Nächsten Samstag ist nämlich die Jugendfeuerwehr Borgheide hier wieder in Borgheide unterwegs. Und zwar ab 10 Uhr und dort haben sie wieder Schrottsammlung. Sie sammeln also Metalle aller Art und der Erlös dieser Sammlung kommt der Jugendfeuerwehr zugute. Wer also noch einen Haufen Schrott, also Metallschrott und dergleichen mehr zu Hause hat, kann das gerne am Samstag so ab 9 Uhr vor die Tür stellen und den Zettel, den die Freiwillige Feuerwehr ja überall in den Briefkasten geworfen hat, also eigentlich diesen hier, ja,
den einfach am besten mit ans Metall hängen, dass sich das nicht irgendjemand anders holt. Wir wünschen denen jedenfalls viel, viel Schrott, damit viel Geld zusammenkommt. Ich muss auch nochmal schauen, was ich so habe. So, nun zum nächsten Highlight in dieser Woche, beziehungsweise am Sonntag. Der Borgheider SV 90 hat an diesem Wochenende wieder die Nerven der Fußballfans bis zur letzten Minute strapaziert. Ich war noch kurz vor dem besonderen Abend dort gewesen und ich musste ja ganz kurz vorher weg. Und ich muss sagen, also es ist total aufregend, wenn man zuschaut, wie die dort Fußball spielen und wie die dort wirklich mittlerweile druckvoll in der Gänge sind. Also sie haben gegen den Sportgruppe Empor Brandenburg Turbine Gold zu 1 gespielt. Die standen vorher auf dem zweiten Platz und zeigten, die Borgheider zeigten natürlich eine absolut druckvolle Vorstellung, ließen aber bis zum Schluss die Spannung im Spiel, so dass mancher Fan kurz vorm Herzinfarkt stand. Ein befreiendes 3:2 katapultierte die Mannschaft diesmal auf den zweiten Platz der Tabelle. Ehrlich, nicht schlecht. Das Ergebnis hätte allerdings bei der Torgefährlichkeit der Mannschaft wesentlich höher ausfallen können. Wir wollen aber nicht meckern, die Umsetzung, an der wird noch gearbeitet. Und als Neuling in der Liga mittlerweile wirklich auf den vorderen Rängen mitzuspielen, das ist schon großartig. Da kann man nichts gegen sagen, das ist eine absolut respektable Leistung. Man kann ihnen nur die Daumen drücken, dass sie die Leistung halten können und vielleicht doch noch einen Ticken besser werden. Torschützen waren übrigens Benjamin Seger in der 11. und 86. Minute und Philipp Rohrbach in der 76. Minute. Bilder zu dem Fight könnt ihr demnächst wieder auf den Facebook-Seiten von Borgheide News oder beziehungsweise dem BSV 90 sowie irgendwann auch auf der Website des BSV betrachten. Herzlichen Glückwunsch für die eingefahrenen 3 Punkte. Toi, toi, toi für das nächste Heimspiel am 7.10. Diesmal allerdings schon ab 14 Uhr gegen den Tabellensechsten FC Deetz 2 und das wieder auf dem Sportplatz in Borgheide. Wir wünschen euch viele, viele Fans, die euch anfeuern und irgendwie müssen wir uns mal so einen richtigen Schlachtruf für den BSV 90 aussuchen. So, jetzt bleibt mir nur noch Matze sein Wetter einzublenden. Matze, wie sieht's aus? Ja, hallo Lutze, hallo Borgheide, hallo Welt. Kommen wir nun zum Wetter. Es geht ein wenig aufwärts. Es war ja jetzt ganz schön kalt die letzten Nächte und das sollte sich Richtung Donnerstag wieder ein bisschen relativieren. Vielleicht ist morgen am Dienstag noch ein wenig Regen zu erwarten. 13 bis 16 Uhr könnte auch bei uns hier eine Regenfront durchziehen. Die kommt über die Nordsee in unsere Richtung. Wenn sie von da oben kommt, vielleicht teilt sie sich mal nicht und bellt sich auf und geht links und rechts vorbei. Ja, gucken wir mal. Ansonsten, ja, ganz normales Herbstwetter. Das Laub färbt sich auch langsam. Ja, ansonsten würde ich sagen, kommt gut durch die Woche. Regenschirm nicht vergessen. Und bis zur nächsten Woche. Tschüss. Ja, eindeutig. Man kann nichts dazu sagen. Das war es dann wohl endgültig mit dem Sommer. Die Heizungen laufen schon wieder auf Hochtouren. Die Kamine müssen die Wärme des Sommers ausgleichen. Und wir wünschen euch noch allen eine wunderschöne Woche. Wir sehen uns wieder am nächsten Montag bei Borgheide News TV. Wie immer hier am Mikrofon und vor der Kamera, euer Lutze. Und tschüss.